Wir als Beratungsdienst haben ein Angebot für Kinder, Jugendliche und Familien. Wir bieten Lebensberatung an und Psychotherapie. Das bedeutet, die ganzen Felder von Beziehungsfragen, Paarberatung, Eheberatung, aber auch psychotherapeutischen Themen, wenn zum Beispiel jemand an einer Depression leidet. Und ja, auch ein bisschen zur Traumatherapie, wenn Menschen schwere Schicksalsschläge erlebt haben. Das Schöne ist, dass wir mit jedem Menschen einen anderen und seinen eigenen Weg gehen, beziehungsweise ihn gemeinsam entwickeln. Als Verein bekommen wir keine öffentlichen Zuschüsse. Dennoch ist es wichtig, dass es zusätzliche Angebote gerade im Bereich Psychotherapie gibt, weil viele Menschen sehr lange auf einen Psychotherapieplatz warten. Das Besondere unserer Arbeit ist, dass wir dadurch, dass wir Spender haben, die uns unterstützen, es jedem Menschen möglich machen können, sich das zu leisten, egal wie seine persönliche oder ihre persönliche Lebenssituation aussieht. Die Kinder und Jugendlichen wachsen in eine Zeit hinein, über die wir als Erwachsene selber wenig wissen. Und was wir hier erleben, was ich hier erlebe als Frau, die sich, die bereit ist, Familien zu beraten und zu begleiten, ist, dass Kinder sich sehr rumplagen mit Ängsten. Die Kinder und Jugendlichen, die zu uns kommen, haben es sehr schwer, im Moment ihr seelisches Gleichgewicht zu finden, weil sie einfach viele Ressourcen, die sie sonst hatten, nicht mehr zur Verfügung haben. Sie können sich nicht mal einfach so mit Freunden treffen. Sport ist an vielen oder über lange Zeiten flach gefallen. Schule ist sehr stark geregelt. Es fehlt ihnen unheimlich viel Gesichtskontakt, dadurch, dass sie oft nur halbe Gesichter sehen können. Und wir merken, dass ihnen das ganz schön Mühe macht. Eltern brauchen gute Nerven, ihre Kinder da durchzubegleiten. Und wir als Beratungsstelle bilden in diesem doch Chaos eine Insel, wo alle mal zur Ruhe kommen können. Hier können Eltern mit uns zusammen überlegen, was zeigt ihr Kind, was braucht ihr Kind. Hier können Kinder herkommen und einfach Kind sein und spielen oder mit ihren Eltern einfach auch eine gute Zeit haben. Diese Zeit macht Kindern oft Angst in vielerlei Hinsicht. Und natürlich kommen sie nicht und sagen, ich habe Angst, sondern was wir sehen ist, dass sie sich zum Beispiel an den Nägeln kauen, dass sie sehr wütend reagieren, dass sie nicht in die Schule gehen mögen oder gar nicht mehr aus dem Haus gehen mögen. Und wenn Eltern dann hier anrufen, dann haben sie natürlich die Hoffnung, mit ihren Kindern zu kommen, dass wir den Kindern helfen, es wieder besser zu machen, dass sie ihre Ängste verlieren. Und was in der Praxis aber oft passiert, ist, dass Eltern so viel Stärke gewinnen aus den Gesprächen, dass sie selber ihren Kindern wieder weiterhelfen können. Denn Eltern sind und bleiben die wichtigsten Menschen für ihre Kinder. Danke, dass ihr bei der Weihnachtsspende mitmacht. Jede Spende, egal ob groß oder klein, unterstützt, dass Kinder und Jugendliche gestärkt aus der Pandemie hervorgehen können.